Hallo Leute, herzlich willkommen beim neuen Let's Play von Grim Dawn, einem, ja, mehrheitlich englischsprachigen Action-Rollenspiel Hack and Slay. Aber es gibt einen deutschen Community-Patch, den muss man manuell runterladen und dann hat man hier auch eine Sprache Community German. Von einer Community, von der Community gemacht. Und ja, da haben wir es. Ja, jetzt habe ich es auf Deutsch und wir können mal starten. So, ich schaue mal kurz wegen dem Ding, ob das auf alt ist. Wo ist alt? Also alt ist hier. Ohne Feder. Was ist mit Feder? Y. Dann machen wir das hier auf alt. Komm, wir können das. So. Gut. Ohne Filter machen wir auf alt. Gear. So. Also, dann müssen wir hier einen Charakter erstellen. Und ja, ich denke, ich werde einen weiblichen Charakter nehmen. So. Weil, ja, ich finde, weiblich sehen besser aus. Und wir nennen sie Natalie. Ah. So, glaube ich, ist es geschrieben. Ein Set-Item, also Set von Diablo 3. Ja, und passt auch sehr gut. Weil wir machen einen Fernkämpfer. Oder eine Fernkämpferin eher. So. Und hier sind wir angekommen. Bei Devil's Crossing. Eine Gefängnisstadt. Also ein Gefängnis. Und neu wird diese Stadt besiedelt von ehemaligen Gefangenen wahrscheinlich oder einfach Leute, die von außen kommen. Und das Gute an dem Game ist, die Siedlungen, die werden größer nach der Zeit, nach Quests wachsen die, kann man mehr erkunden in der Stadt. Und es gibt so eine Art Fraktionssystem. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Genau hier. Das ist das Fraktionssystem. Und wir können auswählen, ob wir jetzt im Devil's Crossing helfen oder den Ktonier. Ktonier sind die Bösen, die Schrecken der Leere. Und die Ätherische sind die wahrscheinlich einfach so halb untot oder so grausame Kreaturen. Also sie können sich, also um die Tierwelt zu mutieren. Also es sind Menschen, die zum Beispiel die toten Menschen und die Ungeheuer in grässliche Kreaturen, grässliche Ungeheuer verwandeln. Und ja, ich weiß es jetzt nicht. Im ersten Spiel werde ich wahrscheinlich Devil's Crossing nehmen. Wenn ihr unbedingt wollt, kann ich die anderen irgendwie auch nehmen oder einen neuen Charakter machen, der dann bösartig ist. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, wie man denen helfen kann. Ich weiß nicht, welche Quests von denen sind, dass man da ein bisschen nach oben kommt. Aber schauen wir mal hier hin. Ich mach das mal aus, das brauche ich nicht. Ja, hier wieder in gewohnter Manier haben wir Ausrüstungsgegenstände. Hier die Attribute. Und wer es erkennt, es gibt ganz viele näher an Titan Quest, einem älteren Action-Rollenspiel, das eigentlich sehr gut war. Leider nicht so erfolgreich, aber ein sehr gutes Spiel war. Und das sind ehemalige Entwickler, wo das Spiel jetzt hier Grim Dawn entwickelt haben. Und ich finde es richtig cool, sie haben viel verbessert und es macht einfach richtig viel Spaß. So, ja, die Attacken haben wir noch nicht. Da können wir noch nichts umändern. Da müssen wir zuerst eine Charakterklasse machen und eine zweite Charakterklasse dann wählen. So, wir schauen uns kurz mal um. Da ist Chester. Und hier kann man eine Brücke fertig machen, braucht 8 Schrott, brauchen wir, und 3000 Eisenstücke. Eisenstücke ist die Währung, Schrott findet man zufällig bei Gegnern oder nach Quests.
So, reden wir mal mit Henker Jarvis. Immer noch am Leben, wie ich sehe. Du bist ein verdammter Glückspilz, das muss ich dir lassen. Am besten, du sprichst gleich mit Captain Bourbon. Er scheint etwas mit dir vorzuhaben, jetzt wo dein Leben verschont wurde. Ich? Also ich? Was geht hier vor? Wo bin ich? Willkommen in Devil's Crossing, der vermutlich letzten Zuflucht der Menschheit, Menschlichkeit. Du warst besessen, also haben wir dich aufgeknüpft, so wie wir es mit allen ätherischen Übernommenen tun. Aber es scheint, als hätte der Geist deinen Körper verlassen, bevor ihm die Lebenskraft ausgegangen ist. Ich hätte dich ja hängen lassen, aber der Captain hatte andere Pläne. Er sieht einen Verwendungszweck in dir und ich will nicht dagegen reden. Wo kann ich diesen Captain finden? Er steht die Straße hoch auf dem Vorplatz und koordiniert vermutlich gerade unsere Verteidigung gegen die Toten. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dich von den Strick wieder abgeschnitten zu haben. Waren wir hier oben oder so? Dann mache ich mich gleich auf den Weg. So, ein bisschen andere Stimme. Nein, weiß ich nicht, was ich ihr für eine Stimme geben soll. Das dürft ihr gerne wählen. Sie soll schon ein bisschen rau sein, so richtig als ja, Held, also so als Bösewicht schon fast. Ja, ich will sie jetzt nicht unbedingt als Bösewicht machen, aber ich will sie so ein bisschen cool und selbstsüchtiger zu machen. Ich weiß es jetzt nicht, was am besten ist. Ich kenne das Spiel noch nicht so gut. Aber mal schauen. Du bist also der, den wir fast gehängt haben. Ich sah darin ja keinen Sinn, aber es kümmert eh niemand, was der alte Barnabas denkt. Du solltest wirklich mit dem Captain sprechen. Er ist derjenige, der entscheidet, ob dein Platz für dich in Devil's Crossing ist oder nicht. Pass auf euch auf. Also, die Lokalisierung ist sehr gut, also... Es ist ja eine Community-Lokalisierung und die scheint richtig gut zu sein. So, oh, hier haben wir was. Rift. Ein Rift? Was macht das Rift? Ah, das Teleporter wahrscheinlich. Oh, schaut mal, wie groß das Game ist. Ja. Das scheint der zweite Akt hier zu sein. Dann ist wahrscheinlich das der erste Akt. Ja, schauen wir dann mal. Und hier oben ist der dritte Akt. Ich glaube, es gibt vom dritten Akt schon einen Teil. Ich glaube, 2 von 3 Kapiteln. Ja, gucken wir mal dann. Ja, mit dem will ich noch nicht reden. Ah, hier haben wir Herrn Händler. Okay, es sind Fernkampfwaffen. Alle Rüstungen so zusammen. Und hier sind so die Accessoires. Und Edelsteine, also widerstandsfähige Platten, poliertes Smaragd. Ah, die kann man wahrscheinlich einsetzen, genau. Okay, dann reden wir mal mit Captain John Bowman. Hoben habe ich. Ah, hier ist ein Schild. Da ist wahrscheinlich ein Zombie oder so. Ah, ja, da kommen Zombies. Okay. Recht blutig das Game. Schauen wir mal das an. Ja, ist gleich gut. Ich verkauf's mal. Ich glaube kaum, dass man das noch braucht. Wow, jetzt haben wir 2 Gold. Wir sind schon reich. Ich kann dich leider nicht hereinlassen. Du brauchst eine Erlaubnis des Captains, bevor ich dich hereinlasse. Okay. Oh, schau, es ist der Besessene. Ich sag dir was. Ich habe da etwas, was getan werden muss und ich bezahle gut dafür. Es erledigt zu sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das nötige Zeug dazu hast, aber komm zurück, wenn ein wenig Blut an deinen Schuhen klebt und ich überlege es mir vielleicht nochmal. Aber sieh zu, dass es nicht dein eigenes Blut ist. Also gut. So, mit dem müssen wir noch reden. Für jemanden, der gerade von der Rande des Todes zurückgekehrt ist, siehst du gar nicht so schlecht aus. Du wurdest übernommen, besessen von denselben Kreaturen, die Zombies hier auferstehen lassen. Normalerweise hätte ich dich mit den anderen verbrannt, um sicher zu sein, aber wir haben zu viele Menschen an den Toten verloren. Ich brauche jemanden, der entbehrlich ist. Jemand, der nichts zu verlieren hat und viel zu gewinnen. Im Moment bist du das. Fortfahren.
Stelle deinen Wert für mich unter Beweis und die Überlebenden in Davis Crossing heißen dich vielleicht willkommen. Was soll ich für euch tun? Die Körper des Toten stehen in einer entsetzlichen Art und Weise wieder auf. Leichen sollten nicht aufstehen und herumlaufen. Irgendwas belebt unsere Verstorbenen mit ätherischer Energie wieder. Wir haben die Toten eine Weile beobachtet und es scheint, als ob sie Lower Crossing von Boreal Hill her überschwemmen. Ich möchte, dass du nach Boreal Hill gehst und herausfindest, was diese Abscheulichkeiten kontrolliert und es zerstörst. Wo kann ich Boreal Hill finden? Du wirst dich durch Lower Crossing kämpfen müssen. Wenn du den Strom auf der anderen Seite der Stadt passiert hast, wird dich ein nahelegender Pfad nach Boreal Hill führen. Ich weiß, dass ich viel von dir verlange, aber ich verlange auch von vielen Leuten, dass sie dich mit offenen Armen empfangen. Hilf uns diese Stunde der Not und ich werde Davis Crossing für dich öffnen. Ich werde herausfinden, was die Leichen auferstehen lässt. So. Also, hier unten. Da geht's vielleicht rein später. Und da oben war noch irgendwas. Ja, eine, der mit mir reden kann. Ah, du musst der Übernommene sein. Ich habe von diesem Durcheinander mit den Galgen gehört. Grausiges Geschäft, es kümmert mich nicht. Es würde mich ja sehr interessieren, mehr von dir zu erfahren, aber du solltest wirklich mit dem Captain sprechen, bevor du zu viel im Camp herumläufst. Okay. Der will uns nicht hier. Also jetzt mal Action! Zu Action kommen. So. Ah, automatisches Einsammeln. Einen Helm mit 14 Rüstung, okay. So, hier sind Zombies. Okay, die sind relativ einfach noch. So. Fast, das kann man zerstören. Oh, jetzt kommen ganz viele von der linken Seite. Komm, einfach drauf. Oh, der lebt noch. Komm, nicht so. Ey, ich gehe einfach drauf. Ich lasse es krachen. Irgendwie bin ich noch ein Ding. Ich habe gehört, es sollte recht schwer werden später. Aber am Anfang ist es noch nicht so schwer. Schaut, ich verliere fast kein Leben. Ja. Und Lebensregeneration haben wir auch. Aber wir verlieren hier... Ich glaube, Vorrat ist das oder so etwas. Und wenn der leer ist, haben wir keine Regeneration mehr. Da müssen wir wahrscheinlich etwas fressen. So. Also die Effekte sind recht gut und es spritzt viel Blut. Noch ein Lederhelm. Ist der besser? Nö, gleich gut. Hier hat's noch. Es gibt noch einen Veteran-Modus, aber den werde ich später aktivieren und mal schauen, wie viel schwer es dann ist. Und hier können wir auswählen, was wir nehmen. Die Soldatin, also der Soldat, ist ein Nahkämpfer mit Defensive, auch Offensive natürlich, so ein Off-Tank. Sprengmeisterin ist eine, die Bomben wirft und mit einem Gewehr spielt, oder mit einer Pistole, zwei Pistolen. Ein Okkultist ist ein Nekromancer, so eine Art, und hantiert mit Gift. Schattenklinge ist ein Nahkämpfer, der eher so diebesähnlich, Ninja-ähnlich ist, greift auch mit Kälte an. Und ein Arkanist ist der Magier, greift mit Eis, Elektro und Feuer an. Und ja, wir nehmen eine Sprengmeisterin. Weil ich gerne Fernkämpfe habe in solchen Spielen und es einfach cool aussieht. Und wie cool, das erfahrt ihr später. Ich nehme es mal. Skill hier einen Punkt rein. Dann können wir hier die drei Fähigkeiten nehmen. Und je weiter rechts, desto später können wir die auch skillen. Hier brauchen wir zum Beispiel 49 Punkte
in Sprengmeister, also da unten. Brauchen wir 59, also 50. So. Hier oben haben wir den Feuerschlag. Das ist entweder Nahkampf oder Fernkampf. Mit Fernkampfwaffen natürlich. Fernkampf mit Nahkampfwaffen. Nahkampf. Betäubungsbomben sind so drei kleine Geschosse. Die kommen, glaube ich, später auch. Also mehr kommen dann raus. Und betäubt die Gegner. Und eine Blendgranate kann man schießen. Und 25% Wahrscheinlichkeit für Verwirrung des Ziels. Okay, und 50 reduziert Verteidigungsqualität des Ziels für 5 Sekunden. Da ich weiß, dass ich relativ viel hier mit dem Feuerschlag kämpfen werde, werde ich hier mal einen reinscannen, aber noch keinen zweiten. Ich muss unbedingt hier auf explosiven Schlag kommen, damit ich auch ein bisschen Radius habe, sonst müssten wir die ganze Zeit verschieben. Und den einen noch hier, da bekommen wir auch mehr Attribute, also sollte man den relativ schnell nach 50 bringen. Gut. Widerrufen kann man es auch. Jetzt leider nicht mehr, aber man kann es später dann wieder zurücksetzen. Und hier gehen wir auf Raffinesse. Konzentration ist eher für Nahkampf und für das Leben zuständig. Raffinesse ist eher für den Fernkampf, physischen Schaden, Schadensdauer und Durchschlagschaden. Und Geist ist eher für Magier wichtig. Magieschaden, Schadensdauer, Energiebonus, Energieregenerationsbonus. So, Raffinesse. Und wir bekommen noch ein bisschen mehr dazu. Also es gibt immer prozentual noch ein bisschen dazu. Und jo. Also Raffinesse für Gewehre und so, damit wir auch die tragen können. Und jetzt machen wir hier Feuerschlag auf rechts. Und greifen mal mit dem Feuerschlag im Nahkampf an. Da ist ein Zombie. Okay, es braucht nicht so viel Mana oder was das ist. Energie einfach, okay. So, können wir mal Map. Okay. Gehen wir mal hier nach oben. Also ich sehe jetzt schon die Effekte ein bisschen besser. So, nehmen wir die Items mit und schauen kurz ins Inventar. Okay, bessere Hosen. Und die anderen haben wir ausgerüstet. Ah. Die Schuhe, genau. Hier haben wir noch zwei. So. Also. Hier hat es nichts. Nö. Hier ist ein Feuer. Was war hier? Hier war irgendwas. Okay. Nix. Oh, 20 Schaden. So, Dele. Und 25. Ein Crit wahrscheinlich. Ah. Okay. Das ist wahrscheinlich so wie bei Diablo 2. Am Anfang sind die ganz schwachen Gegner. Ah. Wir haben zwei Heiltränke, Genesungstränke. Und jo, hier oben ist zu, ja. Verschüttet, oder der Bach ist hier, hat das den Weg weggespült. Hier leuchtet was Blaues. Ah, eine Notiz. Und die Notiz kann man wie lesen? Da. Ich bin hier gefangen. Oh, ist das viel zu lesen. Ja, es ist hier gefangen und wird von Untoten belagert. Und wir haben eine Fernkampfwaffe gefunden. Machen zwar minus 2 Schaden pro Sekunde, aber dafür im Fernkampf nehmen wir natürlich. Und sie sieht schon cool aus. Ich finde die Modelle der Frauen richtig gut. Von den Männern ein bisschen langweilig. Aber sieht auch cool aus, so ein Nahkämpfer, der recht breit in der Brust ist. Schrottgroßschwert. Okay. Oh, macht viel Schaden.
probieren wir mal aus. Oh, hallo, schaut mal, wie die aussieht jetzt. Haha, kommt ihr Untoten. Ihr werdet sowas von vernichtet. Wo seid ihr Untote? Wir müssen wohin, wo wir noch nicht waren. Waren wir hier drin? Scheinbar schon. Dann hier nach oben. Hier unten hat es noch Gegner. Ja. Ah, wir haben den Ding-Angriff nicht mehr drin. Oh, 39 Schaden. Was machst du da? Nicht herum. Kommst nicht weiter hier. Okay. Ja, hier unten waren wir schon. Gehen wir nach oben. Jo. Da drüben ist noch was. Das ist irgendwas Gelbes. Vielleicht Stroh. Hier liegt Stroh herum. Ha! Ich will aber jetzt das im Fernkampf anschauen. So. Oh, schaut euch mal das an. So ein richtig flammiges Geschoss. Ein flammiges Geschoss. Ein Kaskett in Rare. Da brauchen wir mehr Konzentration. Hat 15 Blitzresistenz. 15% Blitzresistenz, okay. Okay, hier unten haben wir nichts mehr. Und hier ein Elixier des Geistes, ist wahrscheinlich für Mana, also für Energie. Okay. Ja, wir gehen hier unten weiter. So. Und hier wollen wir auf Konstitution. Ne, wir gehen. Noch ein Punkt, ja, da müssen wir nicht. Raffinesse, weiter. Logbuch des Hafenmeisters, Lower Crossing. Ja, der fragt sich wegen dem Nebel. Mhm. Jo. Die Jungs vom Dock verlieren an Nerven. Das ist nicht so gut, wenn die so untot wären. Und hier sind so. Was sind denn das? Milben? Mal kurz wieder lesen. Ich habe irgendwas mit Milben gelesen. Ah, hier ist noch was. Ich rüste mal hier auch aus. Und das andere ist. Ah, Begleiterangriff. Das ist dann für die Minions. Müll halten. Reißgeißel. Okay, was? Geht. Seid so hässlich. Okay, wir wollen heute nicht da drin bleiben. Hab ich mal alles probiert. Ah, schön. Die Lichteffekte hier. Nice, nice. Verfehlt, verfehlt. Oh, das ist nicht so gut. Gut. Noch eine. Donnerbisse. Die kann man jetzt, glaube ich, nicht. Kann man nicht zu zweit, glaube ich, nehmen. Können wir noch ein Schild dazu nehmen. So. Was ist besser? Ja, eigentlich beide sind nicht so gut. Bessere Hosen. Oh, die Musik dreht auf. Und eine Jacke. Ah, auch mit Konstitution. Okay. Ah, unser erster Schrott. Voll wertvoll. So ist er Schrott.
Gehen wir mal hier rein. Das nochmals. Streitkolbe, Sägeklinge. Okay, ich nehme mal alles mit, obwohl wahrscheinlich der Verkaufsding nicht so gut ist. Okay. Ah, hier hat's. Ah, die hängen in der Barfe. Ding. Wollen ein bisschen saufen. Sind sie besoffen oder was? Okay, gut. Ah, so kann man dieses Zeugs auf den Ration auffrischen. So, Dille. Ah, jetzt kommen die Zombies schon vermehrten Ding an. Es wäre mehr, also sind mehr herum. Und hier gibt es auch noch Essensration. Das könnte man aufsammeln, wenn wir leer hätten. So, wo haben wir noch nicht erkundet? Hier unten haben wir. Also die Effekte sind richtig schön. Aha. Können wir irgendwie zurück gerade? Riftreise. Okay, dann gehen wir zurück. Ach komm, ja, das sind jetzt höherlevelige Zombies. Ja, die sind stärker. Wir legen mal etwas raus, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Ja, die schlechten Hosen raus, fertig. So. Okay. Nein, nicht du. Ist eine Zauberrüstung, Novizentunika der Dorn. Okay. Ja, dann verkaufen wir den. Ja, nein, den lassen wir noch. Den lassen wir auch noch. Einen tun wir weg. Das ist schon das Gleiche ist. So, jetzt können wir auch noch etwas kaufen. Ich nehme mal eine Fangkampfwaffe. Die sind aber zu teuer. Okay, was haben wir sonst noch nicht? Ein Stoffgurt. Der ist gut. Ja. So. Und sonst... Ja, nicht viel. So. Dann gehen wir wieder rein. Und wir müssen noch weiter nach oben scheinbar. Das ist ein Besen. Fußpolster. Ich trage ein Fußpolster. Einen Magnetstein. Blitzschaden, aha. Die kann ich jetzt so einsetzen. Vor die Stufe 7. Okay. So. Da unten will ich noch kurz rein. Und eine ramponierte Panzer habe ich jetzt mal vom Gift fern. So, Delle. Zwei Streitkolben. Ja. Brauchen wir ja nicht. Hier waren wir. Komm. Da kommen sogar Zombies raus.
Scheinbar werden die vom Nebel also dass die Leichen dann wie der, also ja, zombifiziert werden. Okay. Hier drüben. Oh, hier sind zwei Tagebücher. Ah, das ist jetzt hier wieder bei der Ration und die macht einfach die Tür kaputt. Fußpolster in Rare. So. Bald haben wir das. Ja, ungefähr noch ein Level. Ja, zwei Level vielleicht. Dann haben wir natürlich auch dann ein bisschen Fernkampf. So, die machen wir mal hier rüber. Gut, wir lassen es jetzt bei Raffinesse mal. Ich bin gerade auf dem Weg zum Dorf Berwich. Ja, und eine Reise seltsame Vorfälle zu untersuchen, die in diesem Gebiet gemeldet wurden. Da die Abenddämmerung naht und die Sümpfe dieser Region nicht mehr sehr gefährlich sind, habe ich mir widerwillig eine Unterkunft in einer verkommenen kleinen Taverne in Lower Crossing genommen. Vielleicht bin ich von einem eiligen Reisenden erschöpft, aber es will... Ich kann es was nicht lesen. So, jetzt kann ich es besser lesen. Von der Seite kann man es nicht so gut lesen. Vielleicht bin ich von meinem eiligen Reisen erschöpft, aber es fühlt sich so an, als ob ein seltsamer Druck und eine Elektrizität in der Luft liegt. Es ist fast so wie die Stille vor einem donnernden Sommersturm, aber dennoch scheint die Sonne und keinen Wolke dies zu sehen. Alles ist so, wie es sein sollte, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass bald etwas Furchtbares kommen wird. Als ich gerade am Aufbrechen war, um meine Reise nach Berwich fortzusetzen, wurde dringend meine Hilfe bei einem Holzfällerlager im Old Grove westlich von Devil Crossing benötigt, wo drei Holzfäller durch seltsame Tierangriffe teilnahmungslos und blass wurden. Als ich ankam, erhielt ich eine sorgenvolle Begrüßung vom Vorarbeiter, der mir davon berichtete, dass die gebissenen Arbeit wahnsinnig wurden von gelähmten Flohen. Angeblich sprachen sie in einer unbekannten Sprache. Die Vorbereiter zeigten mir die Überreste der Tiere, zwei Graufüchse und ein Hund, die unter irgendeiner Art entsetzliche Röte litten. Lagen in einem schnell ausgehobenen Grube hinter dem Nebengebäude. Der Vorarbeiter erzählte mir, dass die Tiere plötzlich starben, als sie von den Arbeiten konfrontiert wurden, und dass ein starker grüner Dunst aus ihren Überresten entstieg. Kurz danach wurden die drei Holzfäller krank und ihr Geisteszustand verschlimmerte sich rapide. Es scheint, dass meine Präsenz in dieser Region äußerst berechtigt ist. Jo, ich glaube, du müsstest abhauen. ja, scheinbar ist es eben so eine Seuche. Und zuerst werden die Tiere angesteckt. Und wenn die Tiere jetzt irgendjemand angreifen, weil sie ja aggressiv werden, werden dann nach Menschen angegriffen, also angesteckt. Und das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Also, haben wir bald ein Waypoint oder so. Oh, was ist denn das? Puh, ich habe es gleich mal erschossen. Ein ganz anderes Flair als zum Beispiel Diablo 3, wo er harmlos gehalten ist. Ach, ich mag das. Also der schießt irgendwas, komm mal. Was schießt du? Blitz. Okay, ein Kugelblitz. Aber Schaden machst du nicht so. Ja, ja. Aber ein Debuff hatte ich hier unten rechts. Ein Verderben, okay. Verdammnis und Verderben. Ah, hier oben ist was Rotes. Okay, vielleicht ist das ein Waypoint. Oh Gott, was schießt denn der da hinten?
Wie geht dir, stinkt? Ihr Müllhalten, Riftgeißel. Ah, Riftgeißel. Lass mich mal in Ruhe, dankeschön. So. Gehen wir kurz in dieses Haus rein. Alles kaputt. Bisschen Eisenstücke haben wir. Oh, ein schöner Teich. Und hier ein komischer Baum. Okay, dann erkunden wir im nächsten Part dieses Gebiet hier unten nochmals anständig. Und ja, das Kind dann die Explosion. Und schauen mal, wie es weitergeht. Also, wenn das jetzt wie Titan Quest ist, kann man die zusammen machen. Ja. 2 von 3. Ah, da hat es auch 1 von 3. Okay. Also, es ist ähnlich wie Titan Quest. Also, sehr ähnlich irgendwie. Mal schauen, wie es sich so, wie die Story ist, ob sie gleich. Ja, Titan Quest war ja nicht so gute Story, aber bisher erfährt man auch sehr viel. Und ja, bin mal gespannt. Also, wir haben viel noch zu skillen. Hier zum Beispiel noch eine Granato. Eine Kanisterbombe. Eine Termitmine. Und hier haben wir. Ah, einen Buff, also so. Nein, es ist passiv. Okay. Ja, bin mal gespannt, was es alles noch gibt. Und jo. Dankeschön fürs Schauen, liebe Leute. Wir sehen uns im zweiten Part wieder. Und jo. Wenn es euch gefällt, bitte ich um eine Bewertung. Und ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch irgendwas wünschen oder fragen. Und jo. Also dann, im nächsten Part geht's weiter mit Let's Play Grimdawn auf Deutsch und mit viel Spaß. Tschüss.